Okay. So, auf geht's. Ja, da sagen wir ja gar nichts mehr. Ja. Wenn ich das so zu Herzen geht, wir müssen mal hier um die Ecke gehen und dann erst stimmt die Richtung. Das mit der Richtung und dem Sternchen ist ein bisschen merkwürdig, ne? Ja, wir müssen noch in diesen Gang rein, weil von da hinten sind wir doch gerade gekommen. Meine Sturheit, die uns hier hingebracht hat. Verflucht sei der Drache von Ort. Verflucht sei mein Stolz. Blut bringt Wand. Vorsicht, Galia, du bist ja schon sehr weit nach vorne gerannt und hast dir da alle Möglichkeiten geangelt. So, Haslo, du geh vor, du hast starke Rüstung und sowas. Das Meer zog sich unter uns zurück. Die Berge stiegen auf und die Wanderer sanken unter uns. Wovon erzählt der da gerade die ganze Zeit? Ich krieg mal leider etwas wenig mit hier von dem Ganzen. Deshalb bin ich immer so konzentriert, weißt du? Ich muss ja genau horchen. Na. Okay. Ihr müsst nämlich wissen, der Brause hört nicht so gut, aber pssst. Ein Inklusions-Let's Play. Vielleicht gibt es da auch hier so einen Buff oder so eine Fähigkeit. Also ich habe keine derart. Ich auch nicht. Oder ein Trank. Lebenspunkte erhöhen sich. Meine Güte, ey, haben sie uns aber Steine in den Weg gelegt, beziehungsweise Geister und Auferstandene. Ja. Und dabei, wenn die wüssten, dass sich das gar nicht lohnt, aufzuerstehen. Beutrank, Vorsicht! Weil wir ja hier im Anmarsch sind. Dankeschön, alles wieder gut. Hier kommen wir! Ich habe mich ja schon immer gefragt, ob die quasi mehrfach wieder auferstehen können. Ja. Wie oft können die auferstehen? Haben die 7 Leben wie eine Katze oder? Wir wollten damit nach Löwen. Ja. Oder nur 2 Leben wie Pinocchio. Hatte Pinocchio 2 Leben? Natürlich. Einmal als Holzpuppe und nachher einmal als Junge. Das ist einfach wahr. Warum liege ich die ganze Zeit auf dem Boden herum? Das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder. Ich muss hier mal weg. Geht immer vor, ihr habt mehr Range. Das macht voll Sinn, ne? Geht immer vor, ihr habt mehr Range. Na, ich gehe hier oben lang, da ist sicherer. Beleben. Aber nicht so spaßig. Ja, geht so. Ich höre ja genug von der Action. Ach, die täglichen Erfolge sind erledigt. Das war doch mal lohnen. Mit den auferstandenen Spinnen, das verstehe ich nicht so ganz. Ja. Wenn einer mit Schuhgröße 43 draufgetreten hat und dann noch so ein bisschen den Fuß gedreht hat dabei, was soll da noch auferstehen? Ja gut, die Spinnen hier sind ja schon ein Nümmerchen größer, also Schuhgröße 430 wäre da wahrscheinlich eher angebracht.
Aber ich glaube... Mir regnet es Karma, also wegen des Einkaufs nochmal. Ja, damit. Vielleicht solltest du dann nochmal in dein Inventar gucken. Ja, wie viel habe ich denn jetzt? Ach, das sehe ich hier ja gar nicht mehr. Das sehe ich ja irgendwo bei Währung, wo auch immer das ist. Ist ach, egal, da gucke ich ihn an einmal. Und schon wieder ein Veteran. Ein Veteran. Wo wir gerade bei schlechten Witzen sind, der so ein auferstandener Veteran Ritter macht sicherlich nicht viel Sport. Ah! Ja, das ist. Das ist, wenn man nur am Computer spielt. Und wenn es dann ein weiblicher ist, dann heißt es eine fette Rane, ne? Genau. Eine fette Henne. Fette Henne. Ah, okay. Ja, fette auf jeden Fall nicht Veteranin, so viel ist klar. Und wenn, dann müsste es auch eine Veterine sein, nicht eine Veterane. Rine, das klingt gut, das nehmen wir. Ein Veteran und eine Veterine. Ja, deswegen heißt das ja Terrine, weil der Veteran kommt in die Veterine. Das ist wie mit einer Suppenterrine, da ist das Fettauge drauf. So ist es. Jawohl. Auch hier waren wir aber auch schon mal, nur von der anderen Seite rangekommen, wa? Ja. Werden mir die Geister der Wildnis meinen törichten Stolz. Hier muss jetzt irgendwo diese Karte sein. So, ja, hier ist doch auch der. Vor allem sehe ich hier rot, 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 Leute. Achtet mal drauf. Dann Büschen zusammenbleiben statt zu streifen. Ein auferstandenes Schiff vor der Küste. Seid bereit. Da! Hey, da, Piraten! Okay. Wenn ihr leben wollt, dann verteidigt den Brückenkopf. Netter Versuch, Schickimicki. Aber wir kämpfen nur für Gold. Was? Lauft, Jungs! Wir sind ohne diese feigen Piraten besser dran, aber wir haben noch einen Norden, Kampf vor uns. Ich fordere Luftunterstützung an. Haltet durch, bis sie kommen. Luftunterstützung klingt gut. Aber die Karte dürfen wir nicht an. Achtung, wir müssen uns verstecken, die laufen. Oh, das werden wir. Wir bleiben, bis der Weg zur Quelle von Orr frei ist. Es geht nicht gut aus. Wehrt die Streitkräfte ab. Jetzt steht hier bei mir, wehrt die Auferstandenen ab, bis Luftunterstützung kommt. Ja. Ja, das hat er doch gerade erzählt. Da sind aber gerade schon 3-4 Fische vom Himmel gefallen, glaube ich. Ja, da vom Schiff, das schießt da. Deckung! Rechts kommen die Feinde. Die schießen mit Fische. Ich glaube, das, nie das ist der Moment, wo ich mein Pet rufe. Achtet auf die Kreise. Zerstöret meine Kreise nicht. Ja. Ihr wisst ja, wie das ausgegangen ist. Ich hab auch ein Tier. Zwei Hündchen. Dann hätte ich die richtige Rüstung, dann hätte ich jetzt sogar einen Papagei, ne? Mir zwar nicht hundertprozentig klar, wofür das gut sein soll. Oh. Ja, wo bleiben denn hier die Tomahawks und sowas? Ja. Irgendwie ist unsere Luftunterstützung mal wieder zu spät. Zu euch rüber. Gemeinsam sind wir stärker. Ja. Alle zusammen sind wir schneller tot. Haslo, du bist an meiner Seite. Da drüben sind die anderen. Ein bisschen Wasser schmeißen wir jetzt mal. Also ab und zu mal ein bisschen kann ich rennen. Man hat mich bewegungsunfähig gemacht. Ich wurde in meiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Bin gerade dabei, einige ein bisschen lebensunfähig zu machen. Das höre ich gerne. Ja, ich bin gleich übrigens tot. Noch mehr Untote, meine Güte. Wenn sie sicher ist, nehmen uns die Nebel endlich auf. Aber ich
hier auch mal zu Ende? Kurzer Blick auf die Uhr, wir haben noch ein bisschen Zeit. Joret ist fast tot, Mann, oh Mann. Sieht so aus, als hätte ihr ein ganzes Mausoleum ihren Betriebsausflug. Ja, sagen wir mal so, ist auch nicht was zu tun, ne? Ja. Keine F-17, kann gar nichts, ist hier weit und breit. Aber nicht zu viel wollen Fisch. Sushi-Bomber sind das. Sushi-Bomber. Ja, das passt. Oh, der Kapitän ist tot, der Kapitän. Versuch ihn aufzuheben, hier müssen wir den Rücken frei halten. Ah! Und ihr müsst Gallia retten. Er ist noch tot. Oh, da passiert was. Oh. Da kommt die Kavallerie. Müsste eigentlich in die Musik kommen, ne? Walkürenritt und so. Ja, ich höre auch was. Guck mal. Guck dir das an. Ein Stealth-Bomber war das. Ein Stealth-Bomber? Du meinst Stealth-Bomber. Oder Stealth-Bomber ist ja egal. Aber irgendwie so richtig helfen tut das auch nicht. Zumindest ist immer noch alles voller Sochse. Achso, sehr gut, dass du mir den jetzt hier vom Leib halten willst. Der nervt ja dann doch erheblich. Wir stehen so kurz davor. Bitte hol die Karte. Gewonnen. Und lasst uns frei. Na, dann holen wir mal die Karte, ne? Ein bisschen möchte ich hier erst noch durchsuchen. Wo gibt's denn noch eine Menge? Eine Menge aber Strecke geblieben, ne? Ja. Aber alles arme Kerle. Für die wir umgehauen haben, hätte aber bedeutend mehr Material sein müssen. So. Naja, ich meine, die waren ja schon einmal ausgeplündert und tot und wieder auferstanden. Vielleicht schon dreimal sogar. Gut. Müssen wir so, jetzt schon wieder hin. Ich greife ihn mit in Water. Ins Wasser. Die ist unter Wasser, die Karte. Jo. Vorsicht, das leiden wir besonders. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn wir uns hier so lange aufhalten. Nö, ist nicht gut. Leuchte, mein Stern, leuchte. Ach, guck mal, da sind die gleichen wie gerade. Nur ist das diesmal nicht die Geistervariante, sondern also quasi der untote Leib. Die geisterhafte Seele hatten wir gerade. Hier haben wir den untoten Leib. Oh, gut, dass du immer aufpasst. Solche Feinheiten würden mir entgehen. Aber schon wieder ein Veteran. Biologische Gewalt.
Ja, wie gut ich immer aufpasse, haben wir erlebt bei, wie hieß sie noch, die Untote? Huch. Blub. Als wir in der Grabkammer waren, da ich gebe euch die nötige Zeit und dann kam sie da als Untote an den Rand. Ich mache jetzt hier mal den großen Wirbel. Zack. Schon wieder weg, wa? Das ist ja der Kapitän. Und hui, geschafft. Haben wir die Karte. Oh, mein Gepäck ist voll. Das darf doch nicht wahr sein. Ach du Schande. Wenn ich irgendwas zerlege, vielleicht. Komm. So, geht doch. Und ich hab die Daily erlegt. Ach nein. Jetzt müssen wir schnell alles sammeln. Die auferstandene Version von Romkes Truppe. Moment, ich bin hier noch am Zerlegen. Ich muss ein bisschen Platz schaffen eben. Na, das ist mal ein Fund. So. Okay. Oh. Ja, ich denke, die müsste jetzt auftauchen, diese Truppe, wa? Oder? Ich weiß es nicht. Ich hab die Quest ja nicht. Ich hab hier nur ein grün eingerahmtes Feld. Da müsste also hier irgendwas passieren, aber. Bezwingt die auferstandene Version von Romke und seiner Truppe. Vielleicht haben wir seiner Truppe noch vergessen. Die haben wir doch gerade bezwungen. Aber vielleicht hat sich irgendeiner irgendwo noch versteckt. Zum Beispiel ist hier so ein Pirat. Ah, nimm doch einfach den hier. Oder die, keine Ahnung. Ihr dürft übrigens mitmachen, wenn ihr wollt. Oh, wir machen hier mit unserem Pirat. So ist das nicht. Also wir hatten schon unsere eigenen. Wenn du meinst, du müsstest da immer eine Extrawurst haben, Azura. Ich bin die Extrawurst. Entschuldige mal. Das ist der wohl. Das war wohl der Richtige. Das Wurst war der Richtige. Ich habe die Karte, Marshall. Aber sie sieht aus wie eine normale nautische Karte des Gebiets. Wie zu erwarten. Meine Forschungen deuten an, dass die wahre Karte ruht. Bis ein Reisender sie aufschlägt und sein Ziel laut ausspricht. Die Karte zeigt dann den Zielort, alles in seiner Umgebung und alles, was zwischen dem Reisenden und seinem Ziel liegt. Wir sollten nicht länger hierbleiben. Kehren wir ans Ufer zu Romke zurück. Falls er da ist, kann er uns die Echtheit der Karte bestätigen. Jo, lass das erstmal tun. Es freut mich, dass ihr hier seid. Oh. Komm zurück zum Strand. Ja, lieber Romke, du kannst dann auch endlich in die Nebel, hoffe ich. Beleben! Mhm. Dein Schicksal soll sich erfüllen. Da steht schon Romke und seine Bande. Oh, der kann es kaum erwarten. Wir haben übrigens gerade deinen Körper gesehen. Oh Mann, sah der scheiße aus. Fandst du? Der voll ja, das verfault ging. Und so. Zeig uns, wie man die Karte benutzt, um einen von Ort zu finden. Hör dich. Zunächst ruft man die Geister der Wildnis an. Ihre Kräfte speisen die Karte. Nu, Dementau. Huch. Geister der Wildnis, wir brauchen Hilfe. Diese tapferen Reisenden haben ein edles Ziel. Drachenverderbnis aufzuhalten und Frauen wiederzuerwecken. Dazu müsst ihr die Quelle von Ort finden, den der Forscher und Kartenzeichner längst vergessen haben. Zeigt ihnen den Weg. Führt sie zur Quelle. Reinigt Ort und schenkt uns die Freiheit. Bitte.
Oh, was kommt da? Eine spannende Kamerafahrt. Ja. Den Fluss entlang. Vorbei an der zerstörten Brücke. Zum versunkenen Schiff. Am Anleger. Und dann den kleinen Zufluss hoch. Bis zu einem... Ach, hier haben wir doch das Ding explodieren lassen, da den Kessel. Und dann die 7 Versionen von dem Typen erlegt. Und dann müssen wir hier... Und da ist die Quelle. Hätten wir uns ja auch denken können, dass die Quelle da ist, wo die Quelle ist. Mein Gott. Wie offensichtlich. Gute Arbeit, ja. Kommandeur. Wir haben die Geister Romkes und seiner Besatzung befreit. Und jetzt können wir die Quelle von Orr finden. Um das Reinigungsritual durchzuführen, müssen wir erst die Quelle erreichen. Saitans Truppen werden uns das nicht leicht machen. Man erringt nichts Wertvolles leicht oder ohne einen Preis. Die Verderbnis des Drachen aufzuheben wird gefährlich. Aber wir werden es schaffen. Wir sammeln uns an den artesischen Gewässern. Dann ziehen wir weiter zur Quelle. Macht, ne? Vor allem, weil er immer im Hintergrund bleibt. Ja. Was müssen wir jetzt hier anhaken, anklicken oder? Was hast du denn anzuklicken? Entwickelt euch zur Quelle. Ja, das von ist Ohr oder bleibt bei Romkes letzte Reihe. Nee, entwickel dich ruhig. Man soll sich ja auch immer ein bisschen weiterentwickeln im Leben. Naja, immer nicht. Hast du jetzt auch angenommen, Michael? Oder ja. Ich habe das gleiche, was Timo mir sagte, habe ich angeklickt. Wunderbar. Jetzt ist das Ding zu Ende. Ich kann hier meine Belohnung aussuchen. Ich kann eben noch ein paar Sachen zerlegen. Und dann können wir, glaube ich, die INI verlassen. Und dann sehen wir uns auf der anderen Seite wieder. Und Cut.